Und damit wieder herzlich willkommen zurück zu Pokémon Crystal, der einzig wahren Edition. Und auch heute bin ich wieder nicht alleine, sondern ich habe mir ein bisschen Unterstützung mitgebracht. Ich habe mir ein paar Titten mitgebracht. Hallo, wer bist du denn? Ich bin Nintendo-Fan und 505. Oh geil, Mann. So, wir waren stehen geblieben. Den Namen kann sich keiner merken. Nintendo Fan 0505. Also ich finde den Namen... Nennt mich Ninnen. Ninnen. Gut, ja. Ja, wir waren stehen geblieben hier im Knurfenserturm. Der ist einfach. Lass mal eben auf meine Pokémons gucken. Volke und Ninni haben wir schon. Oh, was bin ich? Was bin ich? Du bist das kleine, süße Feurigel. Oh, cool! Da. Och, wie süß. Und die Wolke. Lass mich raten, Nebulak? Ja. Ich wusste es. Geil. Geil, geil. So. Dann wollen wir mal weiter. Ich weiß jetzt gar nicht, haben wir gegen den schon gekämpft? Ich habe versucht, nur wenn das den ganzen Ring über. Ja, natürlich, sonst wärt ihr doch aufgehalten worden von dem. Ja, das wäre okay, Pokémon-Kampf. Rattefratz! Süß! Oh, du magst Rattfratz? Ja. Nee. Naja, also, ich mochte es früher immer, weil es so süß aussah. Und dann habe ich es mir immer gefangen bei Pokémon Gelb. Nur dann habe ich gemerkt, dass es nutzlos war. Hey! Bist du völlig nutzlos? Bist du Carpador? Nein. Ein anderer ist ein Carpador, den ich jetzt hier nicht erwähnen möchte. Okay. Ich habe ihn da getauft. Ich kann mir ungefähr vorstellen, wer es ist. Ja, es ist ein passender Name für ihn. Ist es der? Ja. Es ist der. Ey, Mister, ich bin sowas von... Ja. Man bedenke, ich bin Detlef. Ich hab das Let's Play geguckt, aber ich hab mich so frech gelacht. Ich bin Detlef. Ah. Ja, wir sind Detlef. Hallo, was willst du denn? Wer bist du? Du hast die Erleuchtung irgendwo... nee, hast du keine. So. Doch! Detlef! Detlef gegen Detlef! Nur mit V! Okay, was schickt unser Detlef denn da, Knuffenser? War ja klar. Na, was wohl? Knuffenser! Mein Gott, bei Crystal, da bewegen die sich ja schon! Richtig! Deswegen aber bei Rubin wurde es wieder weggenommen. Nee, da haben sie sich, glaube ich, auch bewegt. Da kommt mein Akku-Kater her. Es könnte gleich wieder Geschreie von mir geben. Oh, nix da. Nicht jetzt hier drin, doch. Nicht hier jetzt. So, Glut. Ja, ich benutze Glut. Instant Death. Wolke erhält 54 EP. Ninni erhält 54 EP. Das ist schöner. Jetzt ist Detlef schon tot. Na, besiegt doch nicht tot. Die schlafen dann alle. Und warum gibt es dann einen Pokémon-Friedhof? Nebulak! Wolke, hallo! Los, Wolke! Wolke gegen Wolke. Aber das müsst ihr dann umändern, ne? Wenn es dann sich zu... Na, bei Alpollo ist es noch halb eine Wolke, würde ich sagen. Es bleibt Wolke. Auch Gengar? Gengar bekommst du erst... Wenn man tauscht, ne? Wenn man tauscht. Schade. Und ich bin paralysiert, genauso wie Nebulak. Los. Schlecker. Ey, die Wolke schlägt die Wolke ab. Naja. Lecker. Stell ich mich so lecker vor. Ah, lecker. Lecker Mensch, Wolke. Geister sind lecker. Natürlich. So, mit der VM des Weisen kannst du selbst dunkelste Orte erhellen. Oh, also ich hoffe, dir hier. So, das müssen wir hören. Lukas. Hey Lukas! Und du schickst Knuffenser rein. Okay. Die schicken immer Knuffenser rein. Nee, der Weise, der bringt, glaube ich, einen Hutut sogar mit drin.
Ja, der Oberweise da, der Oberfuzzi. Ich weiß gar nicht, wie ihr den Rivalen genannt habt. Das erfahre ich ja gleich. Das wird total lustig bestimmt, ne? Oh, warte mal, wie haben wir den Rivalen genannt? Ich weiß das gar nicht mehr. Dann schauen wir gleich mal nach, ne? Oh, ich hätte dem auch so einen dummen Namen gegeben. Hatte ich dem einen dummen Namen gegeben oder hatte ich den Namen von euch gegeben? Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Oder habe ich den Frog genannt? War das Frog? Ja, episch. Ich weiß es gerade nicht. Na, dann guck mal gleich mal nach. Ja. Denken ist nicht seine Stärke, aha. Ja, das weiß ich. Hallo. Ich weiß, ich vertraue meinen Pokémon sowas von, dass ich... Gut, das wäre jetzt ab 18. Ingolf. Ich bin Svetlana, ich sein russische Putzfrau. Okay. Was nimmst du für die Stunde? 50 Euro. Ah, du weißt schon, was ich mit Stunde meine, ne? Natürlich, ich bin Expertin. Ich weiß, wo es lang geht. Du machst Blasse? Alles. Oh. Ich sein Russin, wir halten alles aus. Guck mal, der hat auch einen Hut. Haben wir das gleichzeitig gesagt? Ja. Hut, oh, die sind süß. Glut. Ich habe mir dann immer einen Hut gefangen, weil ich immer eine Eule haben wollte. Dann hat sich zu Noctu weiterentwickelt und dann war ich erst recht glücklich. Nee. Doch. Nee. Also Noctu sind einfache Gegner. Da. Also bei Pokémon Mystery Dungeon. Yay, Level 14. Ich glaube, auf Level 15, 16, 17, da entwickelst du dich schon. 16. Genau in meinem Alter. Hey, nee, 14. Hey, jetzt schon. ich entwickle mich, yay. Schön, ich gehe schon mal mit einem Eagle Lava, war das so? Ja. Ja, ne? In den Arena-Kampf vielleicht. Och, sieht das knuffig aus. Da. Aua. So. Hier auch so ein Igelava. Du willst Igelava sehen? Da kannst du Igelava sehen. Oh, wie süß. So, jetzt muss ich gucken. Was haben wir denn in unserem Beutel drin? Ich habe ein bisschen eingekauft. 7 Tränke haben wir. Jupp. Noch ein Trank, weil wir wollen Wolke ja auch ein bisschen trainieren, ne? Mhm. So, dann brauchen wir noch einen Paraheiler auf Wolke. Dankeschön. Und dann war's das und dann gehen wir jetzt mal, ich glaube, den haben wir Frog genannt, aber ich weiß es nicht mehr. Du bist wirklich ein begabter Trainer. Wie abgemacht, bekommst du die vor allem eines. Oh, jetzt hab ich gefurzt, so. Ich hab nochmal gefurzt. Hab ich den denn genannt? Hallo. Warum steht da sein Name nicht? Würde mich jetzt auch mal interessieren. Spätestens wenn wir dann gegen ihn in der zweiten Stadt. Frog! Frog benutzt Fruchtseil! Fruchtseil! Mano! Ah, so ein bisschen Früchte braucht er ja auch, ne? Radfratz! Ich hasse Radfratz! Ich los! Hab immer Radfatz gesagt. Radfatz. Da war es immer ganz schnell. Ein Radfatz. Groll. Geht nicht. Jetzt hätte mal hier Dings die Chance gehabt, rumzutrollen, aber nö. Macht er doch immer. Trollolololololololol. Im Moment kann das leider nicht. Gute Besserung, Wolke. Ich glaube, ob er sich den Part überhaupt anschaut, ist auch noch die Frage. Wir zwingen ihn dazu. Gute Idee. Ich habe zwei Leute bei Skype angeschrieben, ich weiß gar nicht, wer das ist. Mich hat einer bei Skype angeschrieben. So, Detlef findet Fluchtseil. Ich habe einen Tipp, es ist das unnütze Garbador. Okay. Jetzt ist er auf. Hui. Ich dachte, du hättest ihn gelöscht. Hab ich auch. Ich meine den anderen.
Ach ja. Der, den du meinst, den habe ich unnützes Carpador genannt. Kilofenser! Bevor ich habe. Los, Wolke! Los, Wolke, gib alles! Aber tut mir leid, Wolke, ich muss dich leider schon in den 5-Zentimeter-Ball hinein. Juhu, ich komm wieder dran! Los! Du machst Glüht! Dut, 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 dut. Wie lang wird eigentlich dieses Let's Play gehen? Wirst du nur die Liga machen oder auch die Legendären fangen? Legendären? Die legendären drei Hunde. Ja, Suikune, Entei und Raikou, so heißen die doch. Wie lange soll ich denn da rumlatschen? Das ist immer lustig. Ich habe ja gesagt, im Ankündigungsvideo habe ich ja gesagt, dass ich nichts offscreen machen werde.